Herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Minecraft-Welt Shadowforce. Ich bin euer Timo67 und begrüße als erstes die Sugar Demon. Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich wollte gerade ganz was anderes sagen. Wir werden euch die nächsten gut zweieinhalb Stunden begleiten und der Schmerz, der will auch noch vorbeikommen, hat er gesagt. Ich hatte mir heute schon Bescheid gegeben. So. Mach jetzt erstmal Büschchenpflege. Mach du Büschchenpflege, genau. Ist es Tag oder ist Nacht? Nacht. Okay, wenn Nacht ist, baue ich Bücherregale. Das kann man ja machen. Ich glaube, das mache ich mal. So, dann schnell hier runter. Am Tag werde ich dann die Getreidefelder ernten und dem Schmerzstamm Brote mitbringen. Die möchte er nämlich gerne haben. So. Das blaue Eukalyptus. Kann man daraus auch was bauen? Dann nehmen wir mal 12. Komm her. Jetzt haben wir 12 Stück. Die sind 12. Machen wir jetzt 48 sowas. Sind 48 sowas. Machen wir jetzt, was man hier. 3. 3. 4. Okay, machen wir 4 draus. So, Bücherregale. Kann man so bauen. Okay. Das heißt, eins so. Und eins so. Ach, da ist der Schmerz. Guten Abend. Gerade von dir gesprochen. Ja. Und schon ist er da. Ja, vom Teufel spricht. Jawohl, genau. Ah, ich kann doch blaue Regale machen. Cool, finde ich gut. Wie geht's dir? Ja, soweit so gut. Ich habe mein nötiges Kram alles beisammen und das heißt, ich kann jetzt weiterbauen hier. Ja, wunderbar. Am Türmchen. Aber es ist halt am Türmchen, sondern am ganzen Rest. Ja, wenn Tag ist, werde ich dann auch Getreide ernten und das und Brot draus machen und es dir vorbeibringen. Okay. Aber erstmal muss Tag werden. Solange halte ich mir auch mal meinen Towncraft-Raum hier noch auf. Na klar. Da haben wir ein Bücherregal drin, okay. Mhm. Hier erstmal so ein paar Regale an der Wand. Cool. Gefällt mir. Bei einem Büschchen geht es prima. Das ist doch schön. Jetzt will ich nur mal gucken, kann man aus diesem Regenbogen-Eukalyptus-Dingsbums auch Schubladen bauen? So, ich muss mal einkaufen gehen. Ja. Bei dir irgendwas Neues, Schmerz? Auch nicht, ne? Nichts. Alles beim Alten, ja. Und selbst? Alles beim Alten. Alles gut, alles gut, alles gut. So, mal gucken. Irgendwo sagt es, sie müffeln ja irgendwelche Stinker hier rum, aber ich sehe nicht einen Stinker hier. Weit im Norden. Im Norden? Ich muss gleich Richtung Norden. Okay, ich kann keine mit diesen Eukalyptus, Regenbogen-Eukalyptus-Brettern, kann ich kein. Du weißt schon, was bauen. Dann kann ich keine blauen Schubfächer bauen. Da brauche ich doch dieses magische Holz von Beyond Plenty. So, flop. Okay. Aber ich kann blaue Regale bauen. Das hat doch was für sich. So. Machen wir mal kurz die Büschchenpflege. Du bist beim Turmschmerz oder wo drückt? Ich bin beim Turm. Okay. So, dann hören wir es hier mal. So. Wir müssen es unbedingt mal gebacken kriegen, dass wir den Smash auch mal besuchen. Na ja. Klar. So. Aluminiumbeerenbüsche. Ja, und ich suche noch Essenzbeerenbüsche. Ach, die brauche ich nicht. Also mit dem Scheiß Essenzbeeren. Also was nur für Weicheier. Essenzbeeren. So. Bin ja der Schmied. Ich brauche hier was zum Schmieden. Mithril und sowas brauche ich.
Es gibt ja Mithril-Mod, ne? Aber wir haben ja schon genug. Wir können Mithril auf eine andere Art bei uns herstellen. Das geht. Gibt es ein Rezept für? So, die Büschchen sind geerntet. So. Ist es immer noch Nacht oder? Nee, ist Tag. Es ist helllichter Tag. Das ist gut. Dann werde ich ja mal ein bisschen ernten. Steaks habe ich genug mit. Was hast du mit? Kekse? Kekse doch nicht. Steaks. Was frisst sonst der Mann? Steaks. So. Ich hüpfe jetzt einmal über den Gartenzaun, weil ich es kann. Oh. Oh, ich treffe mich nicht mal hier. Gleich neu sehen hier. Geht auch mal ordentlich Brot. Aber nicht wieder wegschmeißen, Schmerz, ne? Ich doch nicht. So. Ah, das geht auch also wird wieder in irgendeinem Dungeon wieder abgeschlachtet. Dann bleibt's liegen. Aber das haben wir nicht mehr vor. Das soll uns nicht mehr passieren. Nein. Wir werden vorsichtig sein. Ich nehme die Schoki mit. Okay. Ah, jetzt hier fehlt auch noch. Muss man ja, wenn ja zurückkommen, muss ich ja mal ein bisschen die Felder mal in Ordnung kriegen hier. Jetzt hat einer was auch mal abgeerntet und. Oder ist irgend so was drauf rumgesprungen? Du sagst, tief im Norden büffelt irgendwas rum, ne? Okay. Weit im Norden. Doch ja nicht bei dem Händler, wo ich einkaufen gehe. Das weiß ich nicht. Ich weiß von gar nichts. Dass also irgendwelche Idioten da rumlaufen. Weißt du, dass etliche böse Jungs irgendwo rumkreuchen und fleuchen. Manche sind so richtig tierisch auf Streit aus. Ja. Also was soll vorkommen? Wie stellt man nochmal Bronze her? Guck ins Buch, weiß ich jetzt auch nicht. Warum, was brauchst du denn mit Bronze? Ja, dass man mal Bronze mal im Petto hat, wenn man wieder Flügel bauen muss. Du brauchst ja, Bronze. Wir haben Bronze noch im Petto. Ich kümmere mich schon um die Schmiede. Und du nicht ums Essen, ich kümmere mich um die Schmiede. Mach das. Sollt jeder seine Aufgabe. Genau. Der Schmerz kümmert sich ums Bauen. Und der AJ ums Beseitigen. Genau, ja. Der AJ ums Beseitigen, wenn er mal mitmacht. Genau, so. Upsala. So. So, ein Feld noch und dann kann ich ordentlich Brot machen. Für den Schmersch. Wir hoffen, dass er nicht alles wieder auf einmal wegfuttert, der Kerl. Du weißt ja, die Zwerge haben immer Hunger. Immer Hunger. So Gimli müsste mal bei uns mit haben. Den müsste ich mal mit auf der Arbeit nehmen. Fenderzwerg. Gimli ist doch klasse. Das ist der beste von allen. Und kein Gespeie. Das kleine so, Trinkspiel. So haben wir ja schon rumsausen, ey. Aber den braucht ja kein Schwein. Wir hatten noch mal Vögel bei uns ja gehabt. Wo sind die Vögel alle hin? Keine Ahnung. Na super. Oh, ich habe ein Kokosbäumchen. Na, ist doch schön. Ein Kokosbäumchen. So. Bring die Felder jetzt gleich in Ordnung. Dann verzögert meine Abreise um etwa 5 Minuten. Wie ist das Wetter bei euch? War es auch so schön sonnig und warm? Ach, herrlich, ja. Beste hin, so kann es bleiben. Ja, war gestern draußen auf zwei Baustellen, aber herrlich. Schön in der Sonne. Ich habe Holz gesägt, was sagt der Tempo? Mehr hast du nicht gesägt? Man hat nicht viel gesehen, dass da was passiert ist. Entschuldigung. Der Haufen sah ungefähr genauso aus wie gestern auch noch.
Sollen wir ein bisschen hier Gerste ernten? Was ist das? So. Haben wir jetzt irgendwo was mit Gerstensamen? Nein, haben wir nicht. Aber 4 Stück müssen reichen. Reicht locker. So, dann hüpfe ich hier mal rüber. Bring schnell die Hacke weg. Der Garten wächst und gedeiht, das ist schön. So, die Hacke hier wieder rein, die brauchen wir nämlich nicht. So. Einmal weghüpfen. So. Da kommt rein die Gerste. Die Weizenkörner. Weizenkörner brauchst du nicht, ne, oder? Nein. Gut. Hätte sein können. So, wie ging da? Wir gingen jetzt im Brot, glaube ich, 3 Weizen in einer Reihe, ne? Sag ich doch. Ja. Brot ist 3 Weizen in einer Reihe. Sag ich doch. So. Ich habe jetzt 31 Brot. Selbst zu fressen habe ich genug. So. Ich kam noch nicht dazu, warum es bei dir nicht mit dem Teleportieren klappt. Auf der Karte. Mhm. So, Turm der Wacht. Ich teleportiere mich oder gehe ich zu Fuß? Ich glaube, ich gehe mal zu Fuß. Könnte interessant sein. Ist ja ein schöner Weg. Ich gehe mal zu. Teleportieren kann doch jeder. Und dein Mikrofon rauscht auch wieder. Ist Mersch? Ja. Wenn alles nichts hilft, muss ich irgendwann nochmal was Neues kaufen. Ja, jetzt geht's aber wieder. Jetzt ist besser, ne? Ja. Das ist irgendwo im Kabel. Wenn das ein bisschen mehr geknickt wird, dann. Hattest du eigentlich bei uns den Wegstein entdeckt? Den Wegstein zum Turm der Wacht hattest du entdeckt, ne? Warte mal. Teleportiere mich mal ganz schnell nach Syrusa hin. Vielleicht muss ich das Schild noch woanders hinpacken. Dass es irgendwie zu dicht steht. Warte mal kurz. Also hier habe ich Ruhe vom bösen Buben. Wunderbar. Ich werde die Schilder mal. Stell ich die mal hin, die Schilder. Wo wollen wir die Schilder hinstellen? Irgendwo beim Markt? Bei den Bäumen? Bei den Bäumen stellen wir sie irgendwo hin hier. Ja. So, dann mache ich jetzt hier mal. Toll. Super. Super Tempo. Du musst auch da oben drauf bauen, du Blödmann. So, hier schreiben wir mal Turm der Wacht haben wir, und da schreiben wir, wie ist unser Waldläufer, ne? Genau. Okay, haben wir jetzt gemacht. Hui, so, ich bin jetzt im Turm der Wacht. Schnückelchen, ich bin zu Hause, ich habe Brot mitgebracht. Doch schön, mein Schatz. Ich meinte dich gar nicht. Ich meinte den Schmärsch. Wo darf ich denn kredenzen? Irgendwo eine Truhe hier rein? Da, Brot. Brot zum Lammfleisch. Passt gut. Da passt's, ne? Kannst Lamm, Lammdöner machen oder sowas. Lamm, perfekt, Lammdöner. Ja, lecker. Super. Oh, hier hinter ist auch schon was. Was ist hinter passiert? Komm mal gar nicht ruhig. So ein Steinbruch. Mhm. Da hole ich das ganze Kram her. Ah ja. Interessant, interessant.
Was macht dein kleines Haus hier hinten? Ist es noch da? Ja, dem geht's gut. Wo ist er denn? Uhu. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Na, mein kleines Haseschwänzchen, du? Ja, Winter ist gleich vorbei, ne? Ja. Oh, der ist müde, liegt sein. Oh, dein Haustier scheint müde zu sein, legt seinen langen Hals auf der Erde drauf und ruht sich Oh. aus. Es ist schon wieder Kann ich Nacht. verstehen. Was blubbert denn hier so? Was blubbert doch? Hä? Achso, nee, der Drache ist auch gleichzeitig ein Heiler, glaube ich. Ich könnte auch ein Heiler sein. Das ist ja cool. Ist ja nicht viel los bei dir hier. Ziemlich ruhig hier. Hast alle vergrault? Ich? Ja, klar. Nee, ich meinte ja den Schmerz. Hat sich rumgesprochen, dass ein Drache im Haus ist? Hier ist kein einziger, der hier Streit sucht. Finde ich gut. Da unten sehe ich auch gar keinen. Haben Sie irgendwo eine Versammlung oder so? Ich gehe mal gucken, ob ich ein bisschen stänkern kann. Ja, da hast du die Husa teleportieren, klappt aber, ja? Das, ja, komischerweise, das geht, ja. Okay, verliegt an den Schildern. Habt ihr jetzt mal woanders immer hingestellt? Ah, okay. Auf dem Marktplatz. Ah, guck mal da. Na, geht doch. Noch jemand unser Fahrschein? Möchte jemand noch mal mitkommen? Danke ich schon mal für den Weizen oder fürs Brot Jo, vielmehr. gerne, gerne, gerne. So. Aber Towncraft haben wir in der letzten Folge ja schon mit angefangen. So ein Okay. bisschen, ja. So ein Schreibset muss ich noch machen, damit wir Forschung Notizen. Es gibt vom, oh, wie heißt er? Flaschenzug LP, so heißt der auf YouTube. Der erklärt das total einfach und total klasse, genial. Das Towncraft. Kannst du richtig Zauberstäbe machen und sowas. Mit denen auch Feinde besiegen und sowas. Total cool. Das ist was für mich. Ja. Kedavra. Nee, Adava. Kedavra, ne? Oh Rabumsbums. ja. Oh, der Böse. Ja. Kann man dir hier irgendwie was helfen? Mir, nö. Mir ist nicht mehr zu helfen. Nee, ich baue ja da hinten noch so einen kleinen Garten für alle Fälle mal, wenn mal alles ausgehen sollte. Ich gucke mir mal die Gegend hier mal an. Joa. Vielleicht finde ich ja was zum Stänkern. Ich bin jetzt auf Ja. Streit aus. Ja, du hast aber recht. Es ist echt wenig los heute Abend hier. Was verdammt denn nix los? Was hast du hier gemacht? Hast du dich wieder nicht gewaschen? Wer meinst du mich? Oh, hier ist eine Ziege. Toll, ich brauche noch eine Ziege. Aber die ist zu weit weg. Die Ziege. Wir sind zwei Ziegen sogar. Wie soll ich ihn nach Hause kriegen? Das ist ein tierisch langer Weg. Muss mal gucken, wenn es Tag ist, ob ich die irgendwie mitnehmen kann. Aber die teleportiert bestimmt nicht mit. Nee, das ist da unten. Ja, meine Flügelchen an, oder? Ja. Dahin. Schafe. Ist partout nichts los hier bei dir. Du hast sonst immer so ein großer Volksauflauf. Na gut, die Festung beeindruckt natürlich. Ja, Wenn wir jetzt den dann Turm der. so angucken mit der Beleuchtung, denkt man, das ist so ein Totenschädel mit so einem dicken, fetten Kragen. Ja, und der Drache davor tut sein Übriges, ne? Grüß dich, Coolman. So, mal gucken. Hallöchen. So, ist hier irgendwas? Oh. Und der ging runter und den hat er gesehen, ein Werwolf. Na super. Ich gehe wieder. Ich will mich jetzt nicht mit dem Werwolf anlegen. Ein Goldschwert ist so gut wie weg. Wollte zwar Stänker, aber so dolle Stänkern wollte ich jetzt auch nicht. Was ist denn jetzt hin, das blöde Mistvieh?
Sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Uhu, kleines Wölfchen. Ein Goldschwert ist doch fast hinüber hier. Ja, mach bald bei uns das Goldschwert. Das ist schlecht. Okay, du meintest, du kriegst ihn auch mit dem normalen Schwert hin, ja? Dann probieren. Ja, letzter hast du es noch gesagt. Dafür braucht man kein Goldschwert. Kriegt man auch so hin. Da ist das kleine Wölfchen da und ich sehe es. Mit zwei Endermen oder sowas. Aber was ist das da unten? Kann man ganz schlecht erkennen. Dominik, glaube ich, auch für Taumkraft. Ach komm her, was soll's. Ich bin seit Ewigkeit nicht gestorben. Ich habe ihn beseitigt. Oh, blöde Ziege, frisst hier alles wieder weg hier. Was? Wie? Wo? Und da ist wieder was bei den komischen Dingsbums da. Was? Gott. Oh, ich habe ein Säckchen gekriegt. Hier liegt ein Toter. Toter? Ja, so ein toter Karmesinritter oder sowas. Aua! Wird beschossen. Hier ist irgendwas schon wieder los hier unten. Das gefällt mir nicht. Ich habe, glaube ich, keine Lust mehr zu stänkern. Der liegt ja so tot rum. Das ist hier oben wieder bewohnt, hier hinten. Da ist wieder was. Ach du dickes Ei. Kuckuck. Oh, komm, der nächste schon. Was hat Dingsbums gesagt? Die Sprinttaste drücken, ne? Sprinttaste. Okay, ich hab ihn. Hat aber irgendwie nichts. Toll. Ich hab einen Zombie gehört. Super. Können wir mal die Spinne. Er liegt ja auch so tot drin. Gott. Können wir mal ganz schön doller hauen, die Viecher. Da ist noch einer. Okay. Hat noch was Besonderes? Nö. Okay, die droppen nicht viel. Schade. Okay. Ich gehe hier wieder weg. Ich bin dafür, ich gehe erstmal wieder weg. Okay, da unten, also die Karmesinritter sind wieder da. Da unten. Die liegen da noch so tot einfach rum. Alweia. So, was haben wir hier? Oh, ich habe ein Gold. Ungewöhnlicher Schatz habe ich gekriegt. So was brauche ich nicht. Noch mal einen Stangeier. Nee, was, wie, wo? Will ich nicht, nein. War hier oben nicht irgendwo eine Ziege gewesen? Kann man die nicht mitnehmen? Eine Ziege. Ja, für zu Hause. Können wir als Mülleimer benutzen. Ja, genau, als Mülleimer. Ja, die Ziege frisst doch alles weg, was sie kriegen kann. Das ist also der Vorteil dabei. So. Ich glaube, wir müssen mal kurz was essen. Ich habe Hunger. Habe ich überhaupt eine Leine dabei? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, die wirst du brauchen. Hier habe ich eine Leine von Minecraft. Ich weiß nicht, ob diese Leine dafür geht. Ich kann auch davon eine Leine brauchen von Moos Creatures oder sowas. Ja, da geht's tief runter. Wo war denn die blöde Ziege hin? Du bist eine Schlange, du keine Ziege. Hier ist eine Kuhziege, die nehme ich mit. Kann man die jetzt so einfach so mitnehmen? Komm, mit, komm. Hey, komm. Bleib doch mal stehen. Nein, kann man nicht. Jetzt hat sie meine Leine gefressen. Das ist doch ein blödes Vieh, ist das doch. Oh nee, dann wollte ich also doch eine Leine von, Moose Creatures, eine Leine. Ich lasse die Ziege. Du findest das wieder toll, ne? Jetzt muss ich noch gucken, wo ich die Leine finde wieder. Gott. Eine Leine. Ihr wisst das auch nicht, wa? Nein. Nein. Okay. Cool, Elefantensessel. Finde ich gut. Herz von Feuer. Cool. Ja, aber irgendwie. Ich finde hier die Leine. Da gibt es ja keine Leine oder sowas. Ey. Meine andere Leine hat so müde viel gefressen. Brauchen wir mal kein Mod, brauchen wir mal einfach so ein Netz drüber werfen und dann nehmen wir das Ding dann mit. Toll. Hat sich ja wieder gelohnt. Hier weg, die blöde Schlange. Mal kurz ums Märsch gehen. Seine Werkstatt. Ja. Bring 10 Liter Fass. Kellerbier mit, dann machen wir uns gemütlich. Genau. Das passt. Ja, man merkt, dem Schmärsch gefällt das Schisseln. Kann das sein? Definitiv. Wachsende Begeisterung. Was ist denn jetzt immer mit deinem Frauchen? Will es denn auch mal mitspielen? Glaub nicht. Ist nicht so. Ja, glaube ich. Silberschwert gibt es. Frost-Skorpion-Schwert gibt es. Cool. Ich sehe keine Leine. Aber es gibt irgendwo eine Leine dafür. Wie geht die Leine? Dicker Stab gibt es, was denn hier alles gibt? Boy, was ist das denn tolles? Stab Teleport. Wir können hier Sachen haben. Ja. Es wird bestimmt interessant. Aber ich will auch die Leine haben. Ich will so eine blöde Ziege da einfangen. Klasse. Eine Leine. Jetzt habe ich keine Leine dabei. Toll.
Und noch keinen Schleimball. Ja, ist doch. Darf ich mir einen Schleimball borgen, Schmirsch? Auf jeden Fall. Danke. Ich glaube, was von Krankers Netzen habe ich auch noch irgendwo. Toll, eins. Super. Hilft mir ungemein weiter. Okay, Spinnennetz hast du also auch nicht. Okay. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Okay. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwo einen Baum gibt, der als Binnensporner fungiert.